Moin und erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin natürlich wieder unterwegs bei so einem schönen Wetter. Es ist Winterwetter in Schleswig-Holstein, aber nicht wundern, dieses Video nehme ich ein paar Tage früher auf. Das wollte ich machen, wenn mal schönes Wetter ist. Und wie soll es anders sein? So ein Glück dieses Jahr in Schleswig-Holstein. Es ist jetzt Weihnachten vor einer Woche und so ein tolles Winterwetter. Also das ist echt was Besonderes in Schleswig-Holstein. Das kommt echt unheimlich wenig vor. Das letzte Mal war vor 11 Jahren, da war noch nicht mal so viel Schnee wie jetzt. Also richtig klasse, das macht eine ganz andere Stimmung. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Natürlich um schöne Bilder zu machen, na klar. Aber es soll heute auch um die Konsequenzen gehen. Von meiner großen Panne zum Schluss meiner letzten Radreise. Da muss ich noch von erzählen und was denn die Konsequenzen daraus sind, die ich jetzt gezogen habe. Ja, also dann kommt mal mit. Ich werde hier so ein bisschen einmal rumgehen um das Hattebjörnmoor, da hinten ist ja das Wikingerdorf. Ja, und ja, weiter geht's. Erstmal Richtung Heitabu. Das ist hier bitterkalt zurzeit. Minus 7 Grad, die Nacht war minus 11. Also es ist richtig, richtig kalt, aber wunderbar mit der Sonne. Ja, mit Radfahren ist gerade nicht so doll, denn die Straßen hier sind total vereist. Es hat so ein bisschen angetaut, bevor das so hart gefroren hat. Also nicht gerade besonders. Und naja, nur die Straßen sind frei, wie das in Deutschland so ist. Und die Radwege total vereist. Unmöglich, aber egal. Ich bin dann jetzt noch nicht in der Phase, also bald ab 1.1. fange ich wieder an, richtig zu trainieren, auch draußen mal wieder zu fahren, wenn das Wetter das richtig zulässt. Und dann freue ich mich aufs Jahr 2022. Das letzte Jahr war wettertechnisch ja nicht so besonders im Durchschnitt gesehen, aber ich konnte ja viele tolle Runden trotzdem drehen. Angefangen zum Beispiel auch mit meiner Eidertrine-Sorgerunde. Die Etappen, auch andere, und nachher im Sommer genau die richtige Woche getroffen, wo ich unterwegs war am Radrunde Allgäu. Also boah, da hatte ich richtig Glück. Ja, und auch in der Schweiz ging es ja auch einigermaßen, waren auch schöne Touren, die ich da gefahren habe, und auch zum Schluss auch noch ja, die Spätsommerradreise gesehen habt. Ja, Herbst war nicht so dolle hier. Im Oktober habe ich noch ein paar Runden gedreht, die kommen noch mal. Und dann ja, November, Dezember waren sehr, sehr grau hier. Oh, unheimlich wenig Sonnenstunden. Ja, da fahre ich ja sowieso so ein bisschen runter, da fahre ich nicht mehr so viel. War auch nicht so schlimm, dass ich da keine Runden mehr drehen konnte so richtig und filmen konnte. Das war egal, aber so ein Tag wie heute muss auch mal zu Fuß genutzt werden. Ja, also letztes Jahr von der Kilometerleistung hat mir ungefähr dasselbe gebracht, ein bisschen weniger, aber im Ganzen bis auf ein paar, ja, was soll man sagen, ja, Pannen, ja, war es trotzdem noch ein gutes Jahr. Ja, schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht, und dann melde ich mich gleich wieder. Thank you.
Ja, leider ist Hochwasser. Man kommt nicht zur Nordbrücke. Die letzten 2 Meter sind wirklich zu tief. 20, 30 Zentimeter. Aber es ist immer wieder mal im Winter, dann, wenn Hochwasser ist. Ja, leider heute auch. Aber, was heißt leider, da muss ich halt die große Runde gehen. Da muss ich halt da hinten nach Selk. Und dann komme ich trotzdem irgendwann mal hier an. Ich habe ja Zeit. Also gibt es noch mehr schöne Bilder. Ich habe jetzt ein ganz schönes Stück wieder bewältigt. Jetzt bin ich an der Ortschaft Selk vorbei. Aber wie man hier sieht, auch hier wunderschöne Aussichten. Ja, aber dadurch ist die Tour natürlich etwas länger geworden. Statt geplante 1,5 über 3, aber egal. Ich bin da vorbereitet. Ich habe noch eine Cola mit und einen Snack, damit ich mich noch mal ein bisschen den Hunger und Durst stillen kann. Ich habe schon geahnt, dass man da vielleicht nicht rüberkommt. Aber jetzt komme ich mal zum Thema, weswegen ich auch jetzt hier losgelaufen bin und filme. Ja, die Konsequenzen. Konsequenzen aus meiner Panne von der Spätsommerradreise. Ja, da sind ja die Speichen rausgerissen aus der Hinterradfelge. Ja, das war nicht das erste Mal. Ja, es hat auch einen Grund. Ja, es ist das Gewicht. Obwohl ich in der Spätsommerreise schon ordentlich runter mit dem Gewicht bin, so auf 120, 125 Kilometer war es trotzdem zu viel. Ich habe immer gedacht, das Rad war für 140 Kilo zugelassen. Da habe ich mir mal irgendwie verlesen. Das habe ich mich nochmal informiert. Es sind eigentlich nur 115. Also so viel überladen bin ich gar nicht. Ja, abspecken konnte ich eigentlich fast gar nicht. Es geht immer, aber das bin ich eigentlich nicht. Ich habe bei der letzten Reise ja eigentlich fast alles gebraucht. Ja, nicht lebensnotwendig, aber ich habe es benutzt. Ja, natürlich kann man immer Leichtgewichtszelt und alles Mögliche noch weiter abspecken. Aber wie gesagt, mit Rad und ja, meiner Persönlichkeit bin ich so ungefähr fast bei 100 Kilo. Also habe ich ja höchstens 15, ja, 17, 18 Kilo Zuladung. Das wird man vielleicht noch hinkriegen, aber Minimalist bin ich nicht. Also deswegen, ja, für eine Wochenendtour ist das Rad trotzdem noch geeignet. Ich liebe das Rad, muss ich echt sagen. Gravelbiken ist echt das Tollste. Aber meine Konsequenz ist jetzt, es wird im diesem Jahr 2022 ein neues Rad wieder geben. Ein Reiserad. Ein richtiges Reiserad, das auch zuladen kann. Ja, was es sein wird, werdet ihr noch sehen. Das kommt eigentlich schon bald. Ja, im Februar, März, so um den Dreh, wenn das klappt. Es ist eins ohne Akku, ohne Strom. Also ich werde immer noch als Biobiker unterwegs sein. Ich war stark am Überlegen, weil ich habe mir ein richtig teures ausgesucht. Dafür hätte ich locker auch ein Elektrobike, ein E-Bike, Pedelec zulegen können. Aber nein, noch nicht. Ich bin noch mit Muskelkraft unterwegs. Ja, das hat mir eigentlich sonst ja auch immer gut gefallen. Also, das ist meine Konsequenz. Es wird ein neues Fahrrad geben. Also, seid gespannt. Ich werde bestimmt auch ein Video drüber drehen. Wie gesagt, Februar, März, irgendwie so um den Dreh soll es kommen. Mal sehen, wie es euch gefällt. Also, ja, ich habe lange überlegt, aber diese Konsequenz musste ich einfach ziehen. Minimalist. Wenig mitnehmen, das ist nicht meins. Ja, hier ist auch ein bisschen Krach, denn
ja, hier in Schleswig-Holstein gibt es ja doch ein paar Berge und hier, da sind sie doch am Rodeln. Ja, wir geben uns hier mit wenig zufrieden. Das sind ja nur ein paar Sekunden Abfahrt und es ist vorbei. Naja, es ist hier noch nicht vorbei, die Runde. Ganz da hinten ist wieder die Brücke zu sehen. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Ja, und das ist trotzdem dann immer noch nicht das Ende dieser schönen, schönen Runde. Wenn man will, kommt man da auch natürlich auch rüber, aber nasse Füße wollte ich wirklich nicht haben bei der Kälte. Es ist nicht ein Traum, also ich muss sagen, ein richtig toller Tag. So schöne Weihnachten haben wir echt lange nicht mehr gehabt. Jetzt komme ich nochmal zur Zukunft, zum Jahr 2022. Natürlich, wenn ich ein Reiserad kaufe, will ich das ja auch benutzen. Geplant sind mehrere Reisen, ob es was wird, werde ich sehen. In näherer Zukunft, so jetzt im Winter oder Frühjahr, ja, wird es bestimmt ein paar kurze Touren geben. Ich muss das andere Rad ja auch einfahren. Ob ich die verfilme, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt noch ungefähr 4 Touren, die ich verfilmt habe aus dem Herbst. Richtig schöne Touren wieder. Und was danach kommt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde dieses Jahr 2022 dann auch mehr Touren machen, die ich auch mal ohne Kamera mache. Das ist dann auch wieder was anderes. Aber keine Panik, es geht weiter. Und wahrscheinlich, wenn ich wieder eine richtig, richtig tolle Tour fahre, dann seid ihr wieder dabei. Also ich gehe jetzt erstmal noch ein Stück weiter. Da hinten ist Schleswig zu sehen. Da bin ich auch am Damm hinten gestartet. Da will ich jetzt nochmal wieder zurück. Da muss ich auch.
die Runde zu Ende und ich habe nochmal einen schönen Blick auf die Stadt Schleswig. Mit dem Dom, der ist jetzt gerade das Gerüst abgekommen. Wunderschöner Blick hier rüber. Aber es war auch ein wunderschöner Tag und das ausgerechnet zu Weihnachten. Oh, was für ein Zufall, Alter. Das macht gleich eine ganz andere Stimmung. Das war wunderbar, Weihnachten so ein Wetter zu haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, und ich hoffe, ich konnte auch erklären, welche Konsequenzen ich jetzt gezogen habe. Ich hätte es anders lösen können, aber jetzt gibt es ein neues Fahrrad, ein neues Bike. Ha, und hoffe, es klappt alles so, wie ich das nächstes Jahr geplant habe. Zumindest ungefähr. Ich bin auch immer viel spontan und schmeiße nochmal wieder alles um. Und wie man es kennt, von heute auf morgen fahre ich los. Wochenendtrips oder auch größere Reisen hier nach Urlaubs. Und Feiertage, die habe ich ja letztes Jahr auch nicht so nutzen können. Aber ich hoffe auf eine richtig schöne, tolle Radelsaison und muss mich hier natürlich auch nochmal bedanken für das ganze letzte Jahr, wie es gelaufen ist auf meinem Kanal. Inzwischen schon über 2000 Abonnenten, verdoppelt. Aber alles super. Also ich kann mich auch nicht beschweren. Ich hoffe, ich kann weiterhin schöne Videos liefern. Wie gesagt, jetzt kommen nochmal vier Touren aus dem Herbst müssten noch kommen und ob ich dann noch ein paar Wintertouren verfilmen. Tagestouren will ich nicht mehr ganz so viel verfilmen, das ist ja doch immer ganz schön viel Arbeit. Und wenn man dann eine Radreise macht, da kommen ja auch immer gleich 3, 4 und noch mehr Videos auf einmal auf zu. Also da werde ich jetzt ein bisschen ruhiger werden, aber wie gesagt, die Reisen, Wochenendtrips werdet ihr weiterhin auf jeden Fall hier sehen. Vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Das wird die Zeit ergeben. Also, denn vielen, vielen Dank für alles und wünsche euch jetzt nochmal ein frohes, gesundes, neues Jahr 2022 und hoffe, dass meine und eure Pläne in Erfüllung gehen. Also, dann könnte es wieder ein sehr, sehr schönes Jahr werden. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.